Tag auch. Dr. Cerveza mal wieder hier. Heute beschäftigen wir uns mit einem Bier, dem St. Bernardus Extra 4. Das ist ein Single, ein sogenanntes, für das es aber tatsächlich etwas stark ist, weil es hat 4,8%. Singles sind normalerweise die Biere, die die Mönche bei der Arbeit, also bei der Verrichtung ihrer Arbeit trinken. Die sind normalerweise leichter. Ich denke mal, dass dieses in dem Fall, weil es jetzt doch ein bisschen stärker ist, vielleicht in Richtung Belgisch Blond geht. Singles, aber ja, wie gesagt, gerade das sind diese Mönchs, was die Mönche bei der Arbeit trinken. Gibt es auch im Belgischen, gibt es dann also bei den belgischen Abtei-Ales, gibt es dann auch noch Doubles, Triples und Quadruples. Das sind dann halt nochmal die doppelte, dreifache und vierfache Menge in etwa der Singles, die diese jeweilige Brauerei rausbringt. Also die gehen dann schon mal bei Quadruples bis über 10%, bis 12% ungefähr. Jetzt fangen wir auf jeden Fall heute mal mit einem Single an. Singles sind auch sehr selten im Handel erhältlich. Das ist, wie gesagt, weil es die Mönche, das ist deren Arbeitsbier im Normalfall, die verkaufen sie nicht. Die stärkeren sind dann so diejenigen, was sie dann im Handel, was es im Handel erhältlich gibt. So, dann würde ich mal sagen, ich zeige es mal kurz her. Das ist das St. Bernardus Extra 4. Wie gesagt, hier ist das Etikett. So, und dann öffnen wir mal das Bier und gießen das in dieses wunderschöne St. Bernardus Glas ein, was ich beim Unboxing schon vorgestellt hatte auch mit. So, sieht doch wunderschön aus. Also die Form ist natürlich wunderbar von diesem Glas, gefällt mir richtig gut. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Hier nochmal die Farbe. Ist unfiltriert, also schön naturtrüb. Dann riechen wir mal dran. Ja, hier hat man so ein bisschen auf jeden Fall schön die belgische Abteihefe, was man hier riecht. Leichte Zitrusnoten. Erinnert mich teilweise ein bisschen leicht in Richtung Witbier. Aber ja, leichte Zitrusnoten. Alehefe, wie gesagt, beides so im Geruch. Dann mal probieren wir mal einen Schluck. Vollmundig. Die Alehefe ist sehr präsent. Für belgisches Abteibier auch der Hopfen recht angenehm im Geschmack. Also es ist leicht hopfig, hat eine leichte Bitterkeit, eine Hopfenbitterkeit. Doch, ist ja, kann mit seinen kräftigeren Brüdern, den Doubles, Triples und Quadruples dieser Welt, natürlich jetzt nicht krass mithalten, ist aber doch ja, für Leute, die mal sich in die belgischen Probiere reinprobieren möchten, sehr gutes Einsteigerding. Kann man nichts sagen. Geht fast in Richtung belgisches Blond.